So, ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Eindruck von unserem heutigen Schlafplatz wieder. Da ist die Andrea. Die genießt gerade die schönen, angenehmen Züge eines überdachten Zuhauses. Mit Fernsehen, Kaffee, Telefon zum freien Telefonieren. Nochmal ganz wichtig zum zweiten Mal, Fernseher. Auto. Da steht unser leider kaputtes Auto, aber das hat uns ja zu diesem tollen... Leider wurde das Geruchsfernsehen ja noch nicht erfunden, sonst könntet ihr auch mal riechen, wie es hier nach unserer alten, verbrannten Kupplung riecht. Da ist sie. Da ist unsere neue Kupplung. So soll es eigentlich aussehen. Und so verrostet und zerfledert und alt sieht es aus, wenn man damit 274.000 Kilometer gefahren ist. Und dieses basic aussehende Teil hier, das ist unsere Gearbox, was auch immer eine Gearbox macht, aber die ist irgendwie mit der Kupplung verbunden und steckt in unserem Auto. Also die Gearbox steckt nicht mehr wirklich in unserem Auto, sondern sie wurde rausgeholt. Da ist jetzt ein Loch in unserem Auto und wird hoffentlich morgen wieder gefüllt sein mit einer neuen Kupplung.